So, herzlich willkommen zu meiner zweiten LoL-Class. Heute mit Wave Management. Let's go. Holy shit. Wave Management, was ein großes Thema. Aber ein leichtes, in meinen Augen, Wave Management ein leichtes Thema. Aber viele Leute so, das schwankt so bei den Leuten. Mit Wave Management. Moin, Monkey die Zero. Hello, hello. Gut. Gut, wir haben bei der Wave Management verschiedene Sachen, okay? Wir haben verschiedene Lagen, die wir durch Wave Management erzeugen können, also Lane State mäßig. Das heißt, wir können Slow pushen, wir können Hard pushen, wir können Stacken into Slow Push machen, wir können Freeze machen. Okay, wir erklären erstmal die Basics ab. Was ist überhaupt Wave Management? Wave Management ist eine Lage, die wir erzeugen. Also ich sag mal so, wir haben eine Minion Wave und Enemy Minion Wave, wir haben zwei Waves und durch unseres aktiven Eingreifen erzeugen wir ein Lane State. Das machen wir, indem wir Wave Management benutzen. Das heißt also, wir wissen, Anfang Minute 1, 30, bla bla bla, wir hitten, hier hitten jetzt die ersten, ich brauche mal meinen Epic Pen, die ersten Minions hitten in der Mitte. So, wo ist mein Epic Pen? Da. Gut, wir sehen hier Minions hitten. Boom. Jetzt haben wir verschiedene Sachen, die wir mit der ersten Wave machen können. Das nennen wir die A-Wave. Ich schreibe es einmal rechts daneben, okay? Hier haben wir die A-Wave. Die A-Wave nennen wir im Coaching-Bereich die erste Wave. Die B-Wave ist die zweite Wave. Die C-Wave ist die Cannon-Wave und die D-Wave ist die vierte Wave. Das sind die wichtigsten vier, sag ich mal, die vier Waves, die wir Early Game jetzt erstmal brauchen. Wir kommen noch zu weiteren Details mit Cannon Minion Waves. Das ist dann 2 und 3. Dazu kommen wir. Okay. Erstmals 2, 3, das schreiben wir mal hier hin, dass wir das nicht vergessen. So. Bum, bum, bum. Jetzt haben wir, wo Wave Management besonders angewandt wird, ist auf das Sidelane. Midlane wird auch Wave Management benutzt. Sehr viel sogar. So, Wave Management, Midlane haben wir. Wir können Slow pushen. Ich darf jetzt nur nicht missklicken, sonst ist alles weg. Wir können Freezen, wir können Hard pushen, whatever. Wir können Hard push, Prio into Roam. Wir können Prio into Top Lane Roam. Wir können Scuttle Prio holen. Wir können alles. Midlane ist die Mitte, obviously, die Mitte der Lane. Und auch das Zentrum für alle Geschehnisse, die passieren. Wir brauchen für die meisten Sachen, die sehr proaktiv wird, Prio. Midlane Prio zum Beispiel. Wir fangen im Basic an. Leichtestes Wave Management erstmal. Das leichteste Wave Management ist die One Wave Push Taktik. Die One Wave Push Taktik ist, wenn wir sechs Minions, also hier haben wir sechs. Hier haben wir sechs und der Gegner hat auch sechs Minions. Und wenn wir einfach diese sechs kaputt machen von den Gegnern, push unsere sechs rein. Das ist die One-Wave-Push-Taktik. Durch diese One-Wave-Push-Taktik, beziehungsweise One-Wave-Hard-Push, wir pushen eine Wave hart rein. Wir lassen die nicht mit anderen Waves stacken. Nehmen nur eine Wave. Erzeugen wir Instant Prio. Diese Instant Prio ist aber nicht lange. Diese Instant Prio ist so lange, wie der Gegner braucht, diese Wave zu clearen. Wenn das ein Champion ist, der instant cleared, ist unser Prio auch nicht so lang. Das heißt, es ist nicht die beste Strategie, um Prio zu gewinnen, Instant Wave auszupushen. Außer es ist im Midgame. Dazu komme ich später. Jetzt haben wir, warum benutzen wir Instant Prio? Wir gehen auf die Sidelanes. Hier ist es viel, viel wichtiger, viel wichtiger als in der Midlane. Midlane funktioniert ein bisschen anders mit One Wave. Top Lane zum Beispiel. Wenn wir eine Wave hard pushen. So, wenn wir eine Wave hart pushen, dann sieht es so aus. Was können wir aus einer Wave machen? Was sollten wir aus einer Wave machen? Ist, wir gehen Base, ich mache das mal ein bisschen leiser, das ist zu still. Wir gehen Base, hier zack, Base. Und der Gegner macht den Farm und resettet auch. So forcen wir ein Basing. Was wir aber, wir wollen, wenn wir optimal basen, auch slow pushen. Aber wenn wir basen müssen, Hard Push into Refall. Hard Push into Instant Prio für Scuttle. Dann machen wir auch einen Hard Push. Wenn wir Instant Ward brauchen, weil wir nicht wissen, wo der Jungler ist, Hard Push.
Wenn wir für den Herald einen Play machen wollen, Hard Push. Wenn wir für den Dragon Play machen wollen, Hard Push Botlane. Eine Wave Hard Push. Das können wir machen, wenn wir instant eine Prior brauchen. Wenn wir den Prior Timer instant sein muss, dann Hard Push mehr. Genau dann. Das ist das Einfachste, was wir machen. Es gibt eine Taktik, Midlane zum Beispiel. Ich nenne sie die ACQ-Taktik. ACQ, der Midlane, das ist sein. Von dem habe ich das immer gesagt, die Lane-Verweigerer-Taktik. Das heißt, wir pushen einfach, wie dumm, einfach rein. Der Gegner ist gefordert, die Wave zu pushen. Und dann backsteppt man einfach. Also zum Beispiel Seerat, Wave Glitch Champion. Das ist die Ace-Q-Bro-Taktik. Das sehe ich bei ihm. One Wave Push, Lane ignorieren. Was passiert, wenn wir das machen? Der Gegner muss die Wave pushen, weil er zum Beispiel hier roam könnte. Und der muss ja der roam. Und wir verweigern einfach die Lane. Der Gegner bekommt nichts davon und wir bekommen auch nichts davon. Das ist diese, ja, das ist halt dieses, ich verweigere die Lane-Taktik. Wir haben jetzt so andere, wir haben Side-Lanes, gilt die Slow-Push-Taktik, hat mehr Impact oder Refreeze-Taktik viel mehr Impact als die Mid-Lane. Mid-Lane ist kurz und also sehr kurz die Lane, die Side-Lanes sind sehr, sehr lang. Wenn wir also zu der nächsten Sache kommen, Slow Push. Slow Push geht, indem wir eine Minion Wave. Die Caster sind immer das Wichtigste bei den Minion Waves. Wir machen die Caster weg. Und wenn wir die Caster wegmachen, haben wir einmal ein Caster ist Slow Push. Zwei Caster ist schnellerer Slow Push. Drei Caster ist noch ein am schnellsten Slow Push, sagen wir die absolute höchste Stufe von Slow Push. Aber das Wichtige ist, wenn wir das hier machen, dann haben wir eine Stacked Wave. Eine Stacked Wave heißt, dass Enemy Minions unsere Minions nicht mehr töten und dass unsere Wave immer größer wird, wenn wir nur die Caster wegnehmen. So machen wir Stacked Waves. Und wenn wir Slow Push machen wollen, machen wir es immer so, dass wir bis zur Mitte der Lane, das ist die Slow Push Area und das ist die Hard Push Area, okay? Mitte der Lane. Pressure Zone, andere Farbe, Pressure Zone, Defensive Zone. Ab der Mitte Hard Pushen. Ganz, ganz wichtig. Hard pushen, das heißt bis hierhin slow pushen wir, 1, 2, 3, 4 Waves, dann hard pushen wir und dann geht es in den Tower rein, dann können wir unter Tower harrissen, also sehr, sehr, sehr beliebt auf Botlane mit High Rage, Caitlyn, bla bla bla, oder wir können roamen, wir können bla bla bla, Deep Warden, etc. Können daraus so viel Sachen machen. Okay, jetzt haben wir slow push, hard push, verstanden so. Das ist einfach simpel. So, Wave Management ist keine Wissenschaft dahinter, was viele Leute probieren, euch zu sagen. Wave Management Basics ist keine Wissenschaft. Ganz, ganz, ganz wichtig. Keine Wissenschaft. Hier haben wir das verstanden. Slow Push. Wie funktioniert Slow Push? Boom. Wie funktioniert Hard Push? Boom. Es fehlt noch eine große Sache. Was ist es? Freeze. Wie funktioniert ein Freeze? Ein Freeze funktioniert, wenn uns Matchup bedingt, besser ist zu freezen. Wenn wir zum Beispiel All-In gegen All-In haben, die All-In Range geht von unserem Tower bis hierhin, Enemy All-In Range geht von Denier Tower bis dahin, das ist die All-In Range. Das heißt, um All-In gegen All-In zu spielen, sollten wir einen Freeze machen. Wie machen wir einen Freeze? Wenn alles sich über Caster Minions entscheidet, müssen wir also nur auf die Caster Minions gucken. Wenn wir hier also 6 Minions haben, 6 Minions hier, 6 Minions hier, dann sehen wir, okay, 6 Minions hier, das wird kein Freeze. Warum wird das kein Freeze? 6 Minions ist even. Even. Gleichstand. Das heißt, die nächste Wave, die von hier da nach oben kommt, wird zu den Gegnern pushen. Weil die Wave even ist, kommt die Even Minion Rule in Frage. Je näher die Wave an meinem Nexus ist, desto schneller pusht es zu der anderen Seite, weil die nächste Wave kommt. Even Minion Rule. Um das zu verhindern, brauchen wir an diesem Punkt hier 7 Minions. Und dass es uneven ist. Sie sehen wir, es ist nicht mehr even, es ist 7 zu 6. Und welche Minion brauchen wir da? Genau, den Caster Minion. Warum Caster? Caster Minions entscheidet, ob die Wave Slow Push, Hard Push, Freeze, whatever. Minions. Caster Minions. Gut, jetzt können wir einen Freeze machen. Wir machen Freeze. Bum, bum, bum. Dann sagen die Leute, ey, da kommt ein Ken. Ja, dann, wir passen den Ken so an, dass unser Ken und der Enemy Ken gleichzeitig stirbt. Dann pusht auch die Wave nicht so vor. Gut, jetzt haben wir hier einen Hard Freeze. Das ist ein Perma Freeze.
Je weiter es zu den unten nach unten geht, zu 7, also hier brauchen wir dann 8, einfach, sage ich mal. Je weiter es nach unten geht, vielleicht 9, 10, das ist so unrelevant. Diese Information brauchen wir einfach jetzt nicht, weil das ist super, super unrelevant, dass wir das überhaupt in Solo Queue benutzen. Diese Taktiken, wo wir hier freezen. Weil es ist eine reaktive Phase und für reaktive Phase in dem Ausmaß brauchen wir auch ein gutes Teamplay. Gut, jetzt wissen wir, wie wir einen Freeze machen. Wir wissen, wie wir einen Hard Push machen. Wir wissen, wie wir einen Slow Push machen. Was ist jetzt noch wichtig? Und bei uns ist es wichtig, dass wir ein paar Taktiken noch wissen. Wir wissen, wie wir Freeze, Slow Push, Hard Push. Jetzt gibt es noch Taktiken. Es gibt den Cheetah Recall. Es gibt den Second Wave Cannon Minion All-In. Den dritten Cannon Minion All-In. Also, wir fangen erstmal hier mit ABCD an, okay? Wir radieren das mal weg, das brauchen wir jetzt nicht mehr. ABCD. ABCD ist ein, so wie wenn Cheetah Recall aufbauen. Wenn wir ranged, wenn das so aussehen würde, Moment hier, wenn wir Top Lane jetzt eine Vayne hätten, okay, wir machen ganz, ganz leicht. Und der Gegner hat einen Malphite, absolut losing Matchup. Okay, das hat jetzt super geklappt, Pock. So. Wenn wir Range den Melee, ist ganz wichtig. Ah, wir brauchen Melee Orlin. Fuck. Was ist gut zu Melee Orlin? Sagen wir Kamel. Wir sehen, Range Champions sind stärker bis 1 von 3 und Melee Champions sind stärker ab Level 3. Das heißt also, welche Taktik müssen wir also verwenden? Die ABCD-Taktik, beziehungsweise wie wir es nennen, Cheetah Recall. Wie funktioniert ein Cheetah Recall? Wenn wir Range Champion sind, haben wir Punkt 1 immer die Lane Advantage, die Push Advantage. Warum? Weil wir den Gegner zonen, harassen können, wenn er zu den Minions kommt. Richtig? Das heißt also, da wir bestimmen können, was für eine Lane wir machen, können wir den Cheetah Recall anordnen. Das heißt also, dass wir AB Wave slow spielen, also langsam spielen, slow push. Die C Wave, die kommt, die machen wir slow push. Die C Wave, die kommt, machen wir hard push. Bei der D-Wave machen wir einen Bounce-Back. Bounce-Back heißt, wenn die Wave hier stackt, weil wird die zu uns pushen. Und hier recallen wir. Das ist der Cheetah Recall. Und bei der D, das ist jetzt, bei D fangen wir mit B an. So DB, DBC machen wir dann einen Freeze. Das ist so, wie wir. So machen wir auf jeden Fall einen Cheetah Recall. Sowas gilt auch für die Botlane. Wenn du Double Range gegen Melee Range bist, kannst du einen Cheetah Recall machen. Solange du die Lane-Kontrolle hast, Cheetah Recall. Midlane geht auch Cheetah Recall. Dort ist es ein bisschen schnelllebiger. Da muss man schneller auf der Lane wieder sein. Ansonsten A, B, Slow. Ganz leicht. A, B, Slow. C, Hard. Recall. D, kommt E zu dir zurück. Bounce Back. Das ist alles von Cheetah Recall. Ich weiß auch nicht, warum Leute es so schwer machen. A, B, Slow. C, Hard Push. D, Recall. Hast du Range Advantage? Hast du Lane-Kontrolle? Kannst Cheetah Recall, kein Problem. Da ist keine Wissenschaft dahinter, wie so viele Leute daraus sind, Wissenschaft machen. Es ist so simpel zu erklären. So. Gut, sowas gilt auch nicht für Botlane, das gilt für jede Lane. D machen und Recall lassen. Nee, D lässt du. D ist Bounce Back. Bounce Back heißt nicht anfassen. Was mache ich, wenn Enemy den Push kontert, also auf der Botlane? Wenn du Double Range bist, solltest du den Gegner sowieso zonen. Dann kannst du die Wave noch größer machen. Deswegen auch nur, wenn du Range Advantage hast. Gut, das ist der Cheetah Recall. Könnt gerne auch eure Fragen immer reinmachen. Das ist der Cheetah Recall, wie er funktioniert. Simpel gestaltet. Da ist keine Wissenschaft dahinter. Diese Wave, das ist die D-Wave. Die D-Wave ist das hier. Die wird zu dir pushen, weil sie stackt. Boom. Easy as that. Gut, jetzt kommen wir zu einer nächsten Taktik. Eine Taktik, die auch nicht Challenger-Spieler im Kopf haben, die aber so OP ist. Okay? Die ist so broken. Diese Taktik ist so insanely broken. Aber nicht mal Challenger-Spieler, nicht alle Challenger-Spieler haben es noch. Profi-Spieler haben es sofort im Kopf. Die wissen das. Aber Challenger-Spieler auch nicht, die haben es im Kopf. Das ist die zweite und dritte Cannon Wave. Jetzt wird interessanter für euch alle. Zweite Cannon Wave ist ungefähr 5:30, sechste Minute, ungefähr. Zwischen dem Zeitraum wirst du Level 6. Ganz, ganz wichtig. Zweite Cannon Wave wird man als Solo-Laner Level 2, Level 6. Level 6
Solo Laner, zweite Canwave. Die zweite Canwave, die kommt, wirst du Level 6. Das heißt, was machen wir für diese Taktik? Machen wir einfach ganz, ganz simpel. Die Leute, die ich auf der Top-Lane zum Beispiel gecoacht habe, wissen diese Taktik sehr, sehr gut. Wir machen einen Freeze. Wir machen einen Freeze bei der, das ist jetzt ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Sagen wir, wir fangen wieder so an. Dann, wir haben A, B, C, D, dann haben wir wieder B, C. So. Das ist die zweite Candle, so. Das ist die 5 Minuten 30. Das ist, glaube ich, echt die zweite. Das muss die zweite sein. Weil, ja, das ist die zweite. Auf jeden Fall, das ist die zweite. Gut. Bei der zweiten Canwave. Zweite Canwave, nicht dritte. Dritte Spotlane. Okay, zweite Canwave. Bekommen wir Level 6. Wenn wir also bei der B-Wave, also einer Wave, bevor die Canwave kommt, Freeze machen. Und dann muss der Gegner erstmal overstayen, um die Freeze zu breaken, richtig? So, warte, so. So, dann muss er erstmal overstayen, um die Freeze zu breaken. Dann machen wir den Freeze into einen Slow Push. Dann breaken wir unseren eigenen Freeze und machen daraus einen Slow Push. Und wenn wir einen Slow Push machen, bekommen wir den Cannon logischerweise schneller als der Gegner. Und werden bei den Cannon Level 6, zweiter Cannon Minion, werden wir Level 6 und dann all-in wir den Gegner. Und das ist die Taktik dahinter. Der Gegner ist dann Level 5 und ich bin Level 6. Boom, all in. Keine Chance. Ob wir den töten oder nicht, ist scheißegal. Hauptsache wir pressuren ihn von der Lane weg. Was heißt das dann? Diese Wave slow pusht, die nächste Wave hard pusht, er verliert zwei Waves oder sein TP. Und dann haben wir TP-Vorteil und dann können wir Play Spotlane machen. Boom. Fertig. Botlane genauso, nicht bei der zweiten Wave, sondern bei der dritten Wave, also dritte Canwave, Botlane. Freeze, genauso. Freeze. Gegner müssen overstayen. Freeze, damit die Gegner overstayen. Dann, wenn die Can-Minion hitten, okay, wenn die Can-Minions beide gegenseitig hitten, machst du, breakst du dein Freeze. Break, Freeze. Also Freeze, Break. Einfach Strich drüber. Slow Push. Get Level 6. All in. So. Boom. Das, genau so sieht das aus. Bei der Midlane genauso. Kannst du machen immer, du kannst immer bei der zweiten Can Wave Solo Lanes, dritte Can, immer ein Freeze. Freeze into All In machen. Geht einfach. Ist natürlich In-Game Execution ist was anderes. Das ist die Theorie dahinter. Ganz, ganz wichtig für die Leute. Ganz, ganz wichtig. Das müsst ihr auch den Schirm haben. Eine ganz, ganz wichtige Information. Gut. Jetzt haben wir oberflächlich schon mal so gut wie alles besprochen, wirklich. Das ist so das Wichtigste. Freeze, Slow Push, Cheetah Recall, Can Wave Abuse, bla 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 bla. Was gibt's noch? Es gibt's, wenn wir den Drake machen, müssen wir die Mitte slow pushen. Jetzt wissen wir, wie slow pushen. Ihr seid jetzt die Experten darin. Slow push beide Waves synchron rein. Dann haben wir auch beide Lanes Prio und können den Drake aimen. Bestes Beispiel, G2 macht das immer. Bei Herald sieht's genauso aus. Herald, Slow Push mit, Top Lane, stack die Wave. Große Wave, 10, 12 Minions, boom, Herald. So, das haben wir. So, jetzt können wir Wave Management durch Matchup machen mit Lane State, wo unsere Wave sein soll, wann müssen wir Slow pushen. Durch Wave Management erreichen wir Slow Push. Jetzt haben wir alles geredet, besprochen. Jetzt kommt noch eine einzige Sache. Und da, wie mache ich das am besten? Warte, Minion. Minion Buff. Ich hoffe, man findet ein Bild drüber. Ja, das wissen die wenigsten Leute. Okay, wenn ich das Bild jetzt nicht finde, dann müsst ihr euch das vorstellen. Das ist halt jetzt die Sache. Okay, ja. Gut, wir müssen uns das dann vorstellen. Also, ich als Künstler werde euch das zeichnen. Ich klicke jetzt auf ein Minion drauf, boom. Dann öffnet sich hier oben, wenn ihr wisst, so eine Anzeige. Hier steht dann bla bla bla, hier habe ich so viel AD, Attack Speed, Armor, bla 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 bla. Hier habe ich dann so eine Lebensanzeige, hier so Leben, boom. Wie viel Leben ich habe Full Life, ich habe Mana, Kappa, Mana Anzeige, Kappa. So, das sehen wir dann. Hier unten drunter
Hier unten drunter sehen wir zwei Sachen. Einmal 0 und einmal 0%. Irgendwie sowas. Vielleicht vertausche ich jetzt die Plätze, aber so habe ich es im Kopf. Ach, fuck, Digga, ich habe es jetzt gelöscht. Okay, jetzt geht's wieder. Gut, so. So, 0%. Also, wenn wir XP haben, mehr XP als der Gegner, wird bei uns hier oder hier 1% stehen. 1% ein Damage weniger von Minions bekommen, 1% mehr Damage machen auf Minions. Das heißt, wenn wir ahead sind, pushen unsere Minions zu den Enemy Minions. Nee, das meine ich nicht, Bruder. Nee, das meine ich nicht. Meine die Anzeige. Ich meine die Anzeige hier. Also, wenn wir ein Tower bekommen, bekommen wir hier Prozente. 1%, 2%, 3%. Wenn die, was, warum ist das wichtig? Warum ist es wichtig, ob unsere Minions Buff haben? Wenn die Wave even ist, also in der Mitte, wenn unsere Minions gebufft sind, wird sie zu den Gegnern pushen, dass ihr das Bescheid wisst. Ganz, ganz, ganz wichtig. Manchmal, wenn ihr zu ahead seid, geht zu, breakt sogar euer Freeze. Ganz wichtig. Gut. Jetzt so Basic Knowledge. Jede dritte Can Wave, jede dritte Wave ist eine Can Wave. Ab 15. Minute, jeder dritte, Wave, bei jeder dritten, bei jeder zweiten Wave ist ein Can Wave. Bei 25. Minute ist es, bei jeder Wave ist ein Can Wave. Jeder Wave. Gut. Boom. So. Das war's. Das war Wave Mission. In schnell, knackigen 20 Minuten erklärt, sage ich mal. Okay, wenn ihr Fragen habt, stellt in den Chat. Ansonsten war es das mit Weltmanagement. Und wir fangen an mit Zultrakats Coaching. Wer Fragen hat, gerne in den Chat schreiben. Bist du schon Grandmaster? Nee, Bruder, ich spiele gar nicht mehr. Ich bin Fulltime Coach. Ich coache jetzt momentan, ich bin komplett ausgebucht bis übernächste Woche. Ungefähr. Ich coache jeden Tag 6 bis 8 Stunden. Ich nehme mir aber auch sehr, sehr viel Zeit zum Coachen. Also wenn Leute von mir Coach bekommen, dann bekommen sie echt das Beste überhaupt, was sie bekommen können. Früher habe ich mit Jenna sogar die ankommende Wave hinter den Tower gezogen. Genau, das gibt es auch die Strategie, wenn die Gegner so sind, du kannst die Minion Wave, wenn deine Minion Wave nicht schnell genug ist, dass sie hier freeze, kannst du die nächste Wave ziehen, damit die Wave hier bounce backt wieder zu den Gegnern. Oder was meinst du? Aber doch auf Level 1 ziehen. Ah, das geht schon. Level 1 ziehen, das lohnt sich immer beim Leashen. Wenn du nicht leashst, zieh die Minions. Und diese Strategie habe ich aufgenommen. Also ich zeige das euch von Clip her. Wenn ich sehe dann, dass sie pullen. Ja. Wie funktioniert der dich Pull 1 freeze? Ich zeig's. Ich kann gerne auch in-game gehen, wenn ihr wollt. Ich gehe mal in-game, während ich den Clip suche. So, ich suche mal schnell den Clip. Jemand hat das geklippt, aber er hat leider vergessen. Ich gehe mal auf alle Clips. Er hat leider vergessen. Hier, das ist der Clip, okay? Das ist so. Das sieht nach Int aus, okay? Was mache ich hier? Der hat das halt scheiße geklippt, der Bruder. Also, ich erzähle die Vorgeschichte. Ich renne. Hier bin ich. Okay. Okay, so. Gut, hier sehen wir. Wir haben die Gegner, glaube ich, getötet oder gepressured. Ich renne. Ich weiß, dass diese Wave hier freezen würde, ungefähr. Weil ich das weiß, renne ich durch, damit ich die Wave tanke, damit die Wave hier stackt und nicht hier Freeze macht. Deswegen renne ich hier durch und execute mich. Hier sehen wir, hier execute ich mich und sagt zu den Supporter, ey, lass die Wave. Jetzt sehen wir, dass die Wave zu mir slow pusht. Die Wave slow pusht zu mir und ich kann wieder ein Freeze draus machen. Das ist jetzt dieses Next Level Wave Mansion. Also am besten die Waves beeinflussen wie Mela, wie als Strange im Poke und sowas. Es ist sehr, sehr schwer, allgemein Waves zu abusen, sag ich mal. Okay, so. Warte, wie kann man als Support am besten die Waves beeinflussen wie als Mela, wie als Strange wegen Poke und sowas? Du kannst Minion Wave ziehen. Leute müssen die Minion Wave exkutieren, sag ich mal. Wenn die
wenn sie hier nicht reingeht, kannst du ja als Support einfach hier reinziehen, hier in den Busch reingehen, bla bla bla. So. Wenn ihr auf Botlane seht, ist es so, machen wir es zum Beispiel. Wir gehen hier rein, hier sehen wir, wo unsere Minion Wave ist, dann ist sie genau dagegen. Wir warten hier, bis sie so hitten, dann laufen wir einmal durch, nicht auto-tacken, dass alle Aggro haben, dann ziehen wir sie ein bisschen so. Und jetzt pusht sie, ist sie gestackt und jetzt geht eine kaputt. So machen wir das. Und jetzt hat der Gegner einen XP verloren. Boom. Slow push zu mir. So machen wir weg. Warte, ich gehe in den Busch, dass ihr seht. So, die nächste Wave kommt. Die nächste Wave slow pusht und dann bla bla bla. Lange bis alle drei. Ja, ja, die brauchen alle Aggro. Dann musst du sie bisschen seitlich nach unten ziehen und dann in den Busch rein. Damals könnte man. Ja, das ging. Damals konnte man das mit eigenen Minions machen. Gut. Habt ihr Fragen? Stellt alle eure Fragen, die ihr im Herzen habt, zu Sachen Wave-Management und wir bereden das so. So. Gut. Gut. Ja. So leicht ist Wave-Management. Wenn euch irgendjemand sagt, ey, Wave-Management ist richtig schwer, ey, Bruder. Wann man Freeze-Slow hard push, beziehungsweise in welchem Matchup stop. Da, es gibt halt, wenn du All-In musst, Freeze, wenn du nicht All-In musst, sondern Range Advantage gegen All-In hast, Cheetah Recall, es gibt halt viel zu viele Variablen. Ich gehe einfach, ich speedrun das jetzt, okay? Ich speedrun jetzt die Matchups. Sagen wir so, warte, ich will jetzt speedrun, let's go. All-In, All-In gegen All-In. Sagen wir All-In gegen All-In, Freeze. Range gegen All-In, Cheetah Recall. Range gegen Range, try to hard push, slow push, given various enemies. Was gibt's noch? Cheetah, din. Das war's eigentlich schon. Oder? Freeze. Du kannst als All-In auch slow pushen, wenn du diven kannst. Auf Bot auch? Genau, auf Bot auch. Okay, wenn die Wave Fury ist, zum Beispiel in der Mitte, ziehe ich die Minion immer, damit ein Push zu mir kommt? Ja, kannst du machen. Wenn die nächste Wave reinkommt, kannst du die Wave, wenn du schneller bist als deine Minions hier, okay, du bist Caitlyn, machst hier gehst du hin, ziehst die Minion Wave und dann gehst du in diesen Busch da rein und dann slow pusht es wieder zu dir und du kannst den Freeze machen. Minion Block vielleicht noch, Bruder, Minion Block. Nicht mal ich habe Ahnung, was mit Rides Minion Block los ist. Nicht mal ich habe Ahnung. Dieses Minion-Block-Faxen, da habe ich auch keine Ahnung. Das weiß, glaube ich, Riot Games selber auch nicht so, was Minion-Block überhaupt heißt. Gut. Nice. Gut, in knackigen 30 Minuten alles erklärt, I guess. Was gibt's noch? Nee, das war's, actually. Ein Video, 30 Minuten angucken, für immer Wave Management verbessern. Ich bin für euch da, ich helfe, wo ich kann. Gerne, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ihr habt einen YouTube-Channel. Und da wird das Video auch hochgeladen. Kuss geht raus. Man hört sich.